Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie der Titel es schon verrät, machen wir heute wieder ein Unboxing. Ich habe mal wieder bei der Wichtel-Aktion auf Instagram mitgemacht. Ich verlinke euch gerne nochmal den Account unten in der Infobox. Da machen wir alle ein bis zwei Monate eine Wichtel-Aktion. Das leitet auch immer Diana. Vielen Dank dafür. Und ich habe heute quasi mein Wichtelpaket erhalten. Wir haben auch gesagt, wir dürfen es direkt aufmachen, wenn wir es kriegen. Ich weiß noch nicht, von wem es ist. Also gleich sehe ich hier einen Namen, aber ich weiß nicht, welcher Bookstagrammer mich quasi erwichtelt hat oder wer meine Wichtelfee war. Ich weiß auch noch nicht, was drin ist. Ich habe es nur aufgeschnitten hier an den Seiten und hier oben, damit ich das jetzt nicht noch vor der Kamera machen muss. Ich würde sagen, wir machen es heute nicht so, dass ich es da hinten hinlege. Ich habe hier nämlich meinen Tisch bereitstehen und stelle das einfach hier hin und greife immer willkürlich rein und ziehe etwas raus. That's a plan. I'm a girl with a plan. So, offen ist es. Also oben ist ganz viel Zeitungspapier drauf, damit ich auch nicht sehe, was ich jetzt gleich da rausziehen werde. Ich muss noch ein Stückchen schieben. So. Sonst seht ihr nämlich schon rein, was drin ist. Das fühlt sich auch nach Zeitungspapier an. Das fühlt sich wie eine Postkarte an. Finde ich schon sehr, sehr unterhaltsam. Angeteasert, das ist ein Buch mit Farbschnitt. Hab sogar noch eins mit Farbschnitt bekommen. Also, ich muss gerade überlegen, welche Bücher habe ich denn auf meiner Wunschliste? Also, ich habe ihr die Amazon-Wunschliste einfach geschickt, weil ich dort eigentlich immer alles drauf packe, was mir gerade so entgegenspringt und was ich nicht vergessen möchte. Ja, und ich finde es halt immer schöner, sowas zu machen, als zu sagen, ja, ich hätte gern dieses Buch oder ich hätte gern dieses Buch. Weil dann ist es ja keine Überraschung mehr. Und bei der Wunschliste, da hat man ja doch in der Regel einiges an Büchern drauf, ob man sie jetzt jemals kauft oder nicht. Aber da ist die Auswahl sehr, sehr groß. So, achso, ich wollte ja gar nicht reingucken. Ich wollte nur reinfassen. So, das sieht, ich wollte gerade sagen, das fühlt sich nach Tee an. Sahne, Karamell, Strawberry Cupcake. Also, das ist ganz klar mein Geschmack. Sehr, sehr gut. Skinny Vanilli, das klingt doch auch sehr witzig. Ja, also mit Tee kann man nie was verkehrt machen. California Dream. Ich glaube, ich mach mir nachher direkt mal einen der Tees. Tees. So, einmal. Ich kann noch gar nicht erkennen. Ah, sind das Lesezeichen? Sind das... Oh, sieht auf jeden Fall sehr marvelig aus. Wakanda Forever. Also ich bin ja ein Riesenfan von Black Panther und auch ein Riesenfan von Groot. Also das passt sehr, sehr gut. Ich finde die richtig cool. Ich werde zwar wahrscheinlich anhand der Größe sie niemals als Lesezeichen benutzen, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich beim Bücherregal in meiner Captain America-Reihe als Background hinten noch so ein paar kleine Bilder aufstellen wird, würden sich die hier zum Beispiel auch sehr, sehr gut eignen. So. Was ist da drin? Milka Oreo. Sehr gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Milka einen mittlerweile auch verarschen will. Also entweder ist das irgendwie geschmolzen und zusammengeschmolzen. Es fühlt sich nämlich auch sehr, sehr buckelig an. Oder Milka verarscht einen einfach nur noch und macht nur noch kleine Tafeln. Sehr witzig. So, oh, da ist noch ein Tee. Und weg. Ich habe schon gesehen, was es ist. Es ist ein durchsichtiger Schutzumschlag drum. Sie hat mir Gladiator Love, oder wie es heißt, Gladiators Love gekauft.
mit Farbschnitt. Sehr cool. Da bin ich tatsächlich die Woche noch in der Bücherei, in der Buchhandlung drum rumgeschlichen und dachte mir, das wäre doch eigentlich mal an der Zeit, das zu kaufen. Aber ich habe es dann doch nicht gekauft. Und wisst ihr, warum ich es nicht gekauft habe? Das ist nämlich die gleiche Problematik wie bei Prison Healer. Da schleiche ich bei uns in der Buchhandlung auch schon die ganze Zeit drum herum, weil ich dieses Buch ja auch unbedingt lesen möchte. Aber bei Gladiator war es, glaube ich, hier die Ecke und bei Prison Healer war es hier die Ecke, die komplett zerdetscht waren. Und ja, wenn ich mir halt ein neues Buch kaufe für 15 Euro und ich glaube, Prison Healer ist sogar bei 20 Euro, dann möchte ich eigentlich auch ein Buch kaufen, das nicht schon kaputt ist. Ich denke, jeder aus der Buchbubble wird das verstehen können. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, ich erzähle euch auch mal kurz, um was es geht. Ach Gott, dieser Buchschnitt ist einfach so schön. Und ich finde auch diese, ich weiß nicht, ob ihr es seht, diese Metallic-Elemente in diesem Kupferton einfach super schön. I'm totally in love with this book. So, ich lese euch, ich denke, das ist der Klappentext hier vorne drin, weil hinten drauf ist ja keiner. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Das ist auch so cool mit diesem Funken. Totally in love, ich sag's euch. Hier steht, wenn in dir ein Feuer lodert, das alles zu vernichten droht, dann musst du bereit sein, alles zu riskieren. Das ist schon mal ein sehr, sehr aussagekräftiger Satz. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen, denn nur so kann sie als versklavte Vampyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan. Bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz ins Stolpern. Finde ich, klingt richtig, richtig gut. Und ich habe auch schon sehr, 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 sehr viel Positives von diesem Buch gehört. Ja, das war mein Unboxing. Heute nicht ganz so lang wie die anderen. Ich habe es schnell gemacht. Ich war wirklich ratzfatz durch dieses Mal. Ja, das war's von mir. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wer Lust hat, auch mal mitzumachen, der kann gerne mal unten auf den Link gehen. Da kommt ihr zu Instagram auf die Wichtelseite und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht auch mal mitmachen möchte. Dann kann es nämlich sein, dass ihr von mir bewichtelt wird. Und ich gebe mir immer sehr, 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 sehr viel Mühe. Wird mit Liebe gepackt, das Paket. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!